Okay, dann schneiden wir das Band durch und eröffnen hiermit. Einen Moment, Moment. Oh, genau. Ups. Äh, 2010 sind uns große Deckenteile heruntergebrochen auf einmal und das war ein Schock. Ist so gut niemand verletzt, weder Tier noch Mensch, aber in der darauffolgenden Untersuchung hat sich herausgestellt, dass die Bauwerkssubstanz extrem marode und zerstört war. Es hat dann 6 Jahre Planung und Bauzeit benötigt, dass wir das jetzt wieder haben, was wir vorher hatten, nämlich ein wunderschönes historisches Elefantenhaus. Von der Bausubstanz mussten wir über 70% abtragen und wieder errichten. Das hat natürlich auch die Baukosten, die Bauzeit wesentlich beeinflusst. Aber am Ende ist das Ergebnis wunderbar geworden und von außen und auch von innen haben wir das historische Erscheinungsbild des Hellerbrunner Elefantenhauses bewahrt und wiederhergestellt, sodass wir also heute sagen können, das Hellerbrunner Elefantenhaus ist wieder wie Phönix aus der Asche auferstanden. Das war sehr, sehr aufwendig, weil der Denkmalschutz natürlich auch hohe Anforderungen an das Gebäude gestellt hat. Ist vollkommen klar, es ist ein Gebäude von 1914. Emanuel von Zeidel hat es gebaut im neobyzantinischen Stil. So etwas finden Sie in Deutschland nicht nochmal. Und es war nur die Krux, dass eben die Bausubstanz so zerstört war, dass man halt von der Originalbausubstanz so gut wie nichts retten konnte. Und da war es dann einfach eine Frage an die Architekten, wie können wir das Maximale retten und wie können wir das, was wir neu bauen, so erbauen, dass es mit dem Alten harmoniert und nicht aussieht wie ein Neubau auf einen Altbau draufgeklotzt. Und das ist uns wunderbar gelungen. Also wenn die Leute, ich habe jetzt auch mit einigen schon gesprochen, die sagen, das sieht ja aus wie früher, nur viel schöner. Ja, weil wir zum Beispiel auch die Fassadenfarbe wieder von 1914 genommen haben. Das ist ein etwas helleres Beige und nicht dieses komische Grün, was in den Jahrzehnten später dann mal auf die Fassade draufgekommen ist. Und wir haben auch versucht, einige Bauteile komplett zu erhalten, wie zum Beispiel die Fenster, einige Türen und einige Säulen, sodass wirklich der Charakter dieses Gebäudes bewahrt wurde. Also im Inneren des Gebäudes hat sich natürlich sehr viel getan. Wir haben dort darauf reagieren müssen auf neueste Haltungsrichtlinien für Elefanten. Und wo vorher eine Fläche von rund 500 Quadratmeter für die Tiere zur Verfügung stand, stehen jetzt über 900 Quadratmeter Innenfläche zur Verfügung und ein 90 Quadratmeter großes Innenbadebecken, wo vorher so ein 50 Quadratmeter Planschbecken war. Wir haben die Lüftungsanlage komplett neu gebaut, Wandheizung eingebaut, einen Wasserfall eingebaut, unterschiedliche Bodenbelege, Sandbelege, Gummiböden eingebaut, Asphaltböden eingebaut. Also im Inneren hat sich das Haus komplett geändert, aber die Geometrie und die Architektur ist die gleiche geblieben. Und die Besucher erleben jetzt die Tiere auf 2 Ebenen, im Erdgeschoss und sie können hochgehen auf eine sogenannte Besucherplattform und können von oben die Tiere nochmal beobachten, weil wir ja Besucherfläche im Erdgeschoss den Tieren zugute geschrieben haben. Wir eröffnen um 9 Uhr und in der Hauptsaison ist bis 18 Uhr und in der Nebensaison bis 17 Uhr geöffnet. Wie die anderen Tierhäuser auch. Genau. Erstmal, glaube ich, sind wir alle sehr froh hier im Aufsichtsrat und der ganze Tierpark und der Münchner Stadtrat, dass es heute gelungen ist, das Bauprojekt zu Ende zu bringen und das Elefantenhaus endlich zu eröffnen. Wir haben jetzt ein neues Elefantenhaus, das einerseits viel mehr Platz jetzt für die Elefanten bietet, wenn man reinkommt, einfach beeindruckend ist, wenn man sich die Kuppel dann anschaut, sehr viel Helligkeit in das Haus bringt. Und natürlich ist das Wohl der Elefanten uns sehr wichtig. Die haben einerseits mehr Platz und andererseits gibt es jetzt auch ein Warmwasserbecken, 25 Grad, eine Schwalldusche. Ich glaube, da kann man es ganz gut aushalten hier im Elefantenhaus als Elefant.
Und für die Besucherinnen und Besucher ist natürlich auch besonders schön. Die Glasscheibe bietet gute Sichtmöglichkeiten zu den Elefanten. Und man hat jetzt auch noch die Möglichkeit, auf eine Galerie zu gehen und die Elefanten von oben dann zu beobachten, was ein besonders schöner Einblick ist. Die Stadt München hat in erster Linie natürlich Geld gegeben, immerhin gute 17 Millionen Euro. Und dann waren natürlich die verschiedenen Referate unterstützend dabei. Einerseits das Betreuungsrat-Referat, Referat für Arbeit und Wirtschaft und auch andere Referate für Baugenehmigungen zuständig waren. Auch die haben natürlich mit unterstützt. Ansonsten glaube ich, das Einzige, was man noch zum Elefantenhaus sagen muss, ich glaube, es ist wieder ein Wahrzeichen in München erstanden und über die werden sich viele Münchnerinnen und Münchner noch häufig freuen, über das neue Elefantenhaus.